Heute geht es um etwas sehr Grundlegendes. Es geht um die Basis, auf und in der alle anderen Dinge der Erde stehen, liegen, fließen, leben, wachsen. Es geht um den Boden. Wenn wir uns die drei wesentlichen Bodenschichten noch einmal genau anschauen, dann könnte einem ja schon die Frage kommen, wer hat das alles so schön säuberlich übereinander geräumt? Zur Klärung dieser Frage folgen wir dem Professor auf einem großen Zeitsprung in die Vergangenheit. Vor etwa 10.000 Jahren, am Ende der großen Eiszeit, sah es in Europa etwa so aus. Die großen Gletschereismassen zogen sich nach Norden zurück und hinterließen eine kahle, leblose Fels- und Gesteinslandschaft. Und da naht auch schon unsere Bodenerkundungstruppe, Marieke, Niklas und Luisa. Sie haben den Auftrag, verschiedene Bodenproben zu nehmen. Im Labor sollen diese Proben dann auf ihre Eigenschaften hin untersucht werden.